Ja, hallo, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ihr habt auf den vorherigen Videos schon viele Lösungen gesehen, die wir mit Faserverbundwerkstoffen gemacht haben. Ihr wisst, wir verwenden hauptsächlich Faserverbundwerkstoffe, auch in Kombination mit Aluminium, mit Edelstahl, anderen Kunststoffen. Man hat immer wieder die Frage, wie verbinde ich die Teile denn miteinander? Sehr einfache Lösung ist Schrauben. Man kann Sachen auch irgendwo zusammenstecken, macht auch manchmal funktionieren. Speisen können wir bei GFK nicht so ganz gut. Deswegen ist unsere favorisierte Verbindungsart das Kleben. Und heute wollen wir euch einmal ein paar Basics zeigen zum Kleben von glasfaserverstärkten Kunststoffen. Oftmals kommen Kunden an, fragen, ja, welchen Klebstoff nehmt ihr denn, um GFK zu verkleben? Das ist eine Frage, mit der wir uns ganz schwer tun, weil wir um die 32 unterschiedliche Klebstoffe haben. Das ist aber nicht die Geheimwaffe, zu wissen, welchen Klebstoff wir verwenden, weil der Klebstoff muss ja auf das Bauteil abgestimmt sein, auf das Bauteil und auf die gesamte Aufgabe. Wenn ihr euch vorstellt, ihr möchtet ein Hinweisschild an eine Wand kleben, könnt ihr euch vorstellen, das braucht einen anderen Klebstoff oder hat andere Anforderungen an den Klebstoff, als wenn ihr sagt, ich möchte ein Auto unter die Decke kleben. Das ist was, da kann man sich vorstellen, da sind deutlich höhere Lasten, da muss eine Klebung deutlich anders ausgelegt sein. Eine der Sachen, die ein Klebfachingenieur auch macht, ist darauf zu achten, dass das Bauteil klebgerecht gestaltet wird. Um euch das mal ein bisschen zu verdeutlichen, einfach einen Einstieg zu kriegen, haben wir hier ein paar Bauteile skizziert. Auf der linken Seite ist dargestellt, wie man es möglichst nicht macht. Auf der rechten Seite ist dargestellt, wie man es macht. Ihr seht also, auf der linken Seite, das oberste Bild, das hat sicherlich jeder schon mal probiert, so zu kleben. Erfahrung war, es hält nicht. Nee, wenn ich das richtig machen will, mache ich so wie rechts dargestellt. Ich sehe also zu, dass die Klebfläche größer ist. Oder noch besser, ich sehe zu, dass ich so eine Art Pflaster auf beide Seiten drauf kriege. Wenn ich Sachen im rechten Winkel miteinander verkleben will, seht ihr auch auf der linken Seite, so funktioniert es nicht so gut. Auf der rechten Seite habe ich die Klebfläche deutlich erhöht, kriege die Lasten viel besser von dem Bauteil über die Klebung ins nächste Bauteil übertragen. Und ich glaube, das leuchtet ein, dass das einen wesentlichen Einfluss auf die Haltbarkeit einer Klebung hat. Wir gehen jetzt davon aus, wir haben die Klebung durchgerechnet, wir wissen genau, was wir tun müssen, wir wissen, welchen Klebstoff wir verwenden wollen und können jetzt eigentlich starten mit der eigentlichen Klebung. So, funktioniert immer noch nicht so, weil ich muss ja ein bisschen vorbereitet sein. Bevor ich kleben kann, muss ich sicherstellen, dass ich alle Sachen parat habe. Das heißt erstmal die persönliche Schutzausrüstung, langärmelige Bekleidung, langärmelige Hose, falls Klebstoff, Reinigungsmittel, Primer irgendwo spritzen, dass ich die nicht abbekomme. Dazu gehört dann natürlich auch eine Schutzbrille an der Stelle, die Handschuhe in der richtigen Größe. Das ist erstmal das, was ich selber brauche. Dann muss ich sicherstellen, dass ich die zu klebenden Bauteile hier habe. Vielleicht was zum Anzeichnen in diesem Fall. Den Klebstoff selber. Die Statikmischer, die wir in diesem Fall brauchen, und die Klebpistole. Dann muss ich ja die Reinigungsschritte machen. Das heißt, ich muss schleifen an der Stelle. Ich muss auch reinigen können. Oftmals verwendet man Isopropanol. Kann natürlich von der Klebung abhängen, ob noch andere Reinigungsschritte gemacht werden müssen. Und auf dieser Seite seht ihr noch Zwingen, mit denen wir dann die Bauteile später fixieren, um sicherzustellen, dass die in Ruhe aushärten können und dabei nicht bewegt werden. Was auch noch wichtig ist, Klebeanweisungen in dem Fall. Wir haben also hier im Hause aktuell gerade irgendwo um die 32 unterschiedliche Klebungen, um sicherzustellen, dass das alles vernünftig läuft, dass man auch weiß, wie werden die einzelnen Prozessschritte eingehalten, haben wir Klebeanweisungen. Das ist einmal eine Basisklebeanweisung, in der drin steht, was ich berücksichtigen muss, ist unter anderem auch diese Klebehalle hier, die ist frei von Zugluft. Die ist entsprechend temperiert und wie ihr auch hier sehen könnt, wir haben ein Thermometer und einen Luftfeuchtigkeitssensor, an dem wir überprüfen können, stimmen Raumtemperatur und Klima hier überhaupt für die Klebung. Also Basisklebeanweisung und dann noch meine spezielle Klebeanweisung für das Verkleben von GFK-Bauteilen mit GFK-Bauteilen,
In dem Fall hier mit einem Metacrylat-Klebstoff. Ich weiß also, welche Arbeitsschritte ich einhalten muss. Ich weiß, dass ich erst die Bauteile mit Isopropanol reinige, anschließend mit einem Schleifvlies oder einem Schleifpapier hier im Kreuzschliff bearbeite, hinterher nochmal reinigen mit Isopropanol und dann kann ich die Bauteile wirklich verkleben. Muss aber darauf achten, dass wir eine Mindesttemperatur von 15 Grad hier im Raum haben. Wir haben hier gerade 22,3, passt also. Dazu muss man noch wissen, je höher die Temperatur im Raum ist, umso schneller härtet ein Klebstoff klassischerweise auch aus. Heißt also, im Sommer kann meine Verarbeitungszeit kürzer sein als im Winter. Verarbeitungszeit von dem Klebstoff liegt klassischerweise bei 5 Minuten bei 15 Grad. Wir haben also ein bisschen weniger Zeit dafür. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Bauteile miteinander fixiert werden und dann 15 bis 20 Minuten aushärten bei 15 Grad. Geht hier also auch etwas schneller. Wir starten jetzt mal mit der Schutzbrille. Schutzbrille aufsetzen, Handschuhe anziehen. Ich habe jetzt zwei Paar Handschuhe übereinander gezogen. Hat den Vorteil, wenn ich nachher aus irgendeinem Grund Klebstoff an die Handschuhe kriege, Reiniger an die Handschuhe kriege, das nervt mich, weil ich den vielleicht in einen schwarzen Klebstoff mal habe und auf weißen Bauteilen rumtatsche, dann sieht man das überall. Dann kann ich natürlich sehr einfach eine Lage Handschuhe ausziehen, wegwerfen und ich habe wieder saubere Finger, saubere Handschuhe sozusagen, kann besser weiterarbeiten. So, was ich euch zeigen möchte, ist jetzt, wie ich diese Bauteile miteinander verklebe. Und zwar so, dass es auch klebgerecht ist. Die blödeste Art von, oder die, ich sag mal, die unschönste Art von Klebung, die wir machen können, wäre einfach diese Bauteile hier stirnseitig aneinander zu kleben. Das machen wir nachher auch mal. Da werden wir hinterher an Mustern zeigen können, dass man das zwar kleben kann, das aber nicht hält. Was ich euch gerne zeigen möchte, ist, wie ich die Bauteile miteinander verklebe. Und zwar unter Zuhilfenahme dieser beiden, ich nenne die jetzt mal Pflasterplatten. Das heißt, die Klebung wird hinterher so aussehen, dass wir so die Bauteile miteinander verklebt haben und dann auch fixieren. Ja, wir haben euch jetzt ein paar Informationen gegeben über die Basics. Beim nächsten Mal wollen wir euch in der Fertigung auch zeigen, wie geklebte Bauteile aussehen, wie wir damit Bruchtests machen können. Schauen uns mal ein paar Bruchbilder an der Stelle und gehen ein bisschen tiefer in die Materie. Und dann einmal in Querrichtung und habe schon falsch gemacht, weil ich erst reinigen muss.